Logbucheintrag Nummer 22, Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Die Crew ist gerade ein bisschen aus dem Häuschen, da sich das Außenteam wieder versammeln konnte und alle am Leben sind. Einigermaßen gesund und munter. Dabei vergessen sie die Problematik, dass nach dem Verschwinden der Anomalie unser Schiff im Sumpf feststeckt. Das Außenteam versucht, die örtliche Bevölkerung dazu zu überreden, uns zu helfen, das Schiff aus dem Sumpf zu hieven. Das Problem ist, dass ihnen seltsame Piraten im Weg stehen, mit denen sie schon öfter Probleme hatten. Hoffen wir, dass sie behutsam vorgehen. Wir sind immerhin Zwerge. Gut. Damit sind wir schon mal wieder hier. Take the first key for the pirate captain. Gut, ich würde mal fast sagen. Dass ich wieder Aufklärung machen müsste. Da ich nicht mal weiß, wo der Pirate Captain überhaupt steckt. Ja, Gather All Dwarfs ist klar. Ich könnte zum Beispiel erstmal den da drüben ausschalten. Mit einem Shadow Strike, weil alle Gegner, die ich ja jetzt execute, also backstabbe, verschwinden einfach. Was uns schon mal einen Vorteil einbringt, wenn ich einzelne Gegner erstmal so ausschalten kann, ohne dass sie uns Probleme machen. Hier sind die toten Gefangenen gewesen, okay. So. Okay. Dann kann ich den noch ausschalten und dann irgendwie den da ausschalten. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann kämpfen. So. Die zwei sind schon mal weg. Den da kann ich jetzt so ausschalten. Gut. Da sind wir schon mal ein paar Gegner los. So, zur Not hole ich mal die beiden hinterher. So. Dass wir die komplette Truppe ein bisschen beisammen haben, wenn wir hier nämlich uns um die anderen kümmern müssen. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist die Patrouille da. Die würde ich eigentlich ungerne triggern. Ich guck mal nach einem Weg außen rum, aber es gibt ja hier nur den einen Weg. Es würde doch den Weg hier geben. Was ist mit dir da oben? Oh, das hat der gesehen. Aber er macht nicht viel. Oh, das ist der Pirate Captain. Okay. Und das war eine Alarmanlage.
Okay. Hallo, du. Mach dich auf geballte Zwergenkatastrophe gefasst. Ihr könnt ruhig alle angreifen. Du kannst keinen Rundumschlag machen. Du kannst jedoch da hinten mal sprengen. So. Und du kannst du da hinten einen Pfeilregen hinmachen. Pfeilregen ist W, nein. Das wird nicht so leicht klappen, aber ich denke mal, es klappt. So, jetzt kannst du einen Pfeilregen machen. Und du einfach nochmal eine Granate reinwerfen. So, ein Rundumschlag von dem Smash Fist. Ne, ich denke, wir laden nochmal neu. Das war jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Ich muss alle Zwerge da hinten rum zusammenziehen. Ah, wo ist mein Shadow? Da ist mein Shadow. Weil eigentlich ist hier auch der beste Ort nachher für uns zu kämpfen. So, Smash Fist nach vorne. Der guckt irgendwo in die Bredouille, du da. Dich hätte ich ungern am Hals. So. Wir können zwar mit den Piraten im Allgemeinen ziemlich gut umgehen, dank unserem Smash Fist. Aber ich möchte den da ungerne. In Alarmbereitschaft haben. So, kommst du jetzt? Ja, er kommt, ohne dass die anderen angelockt wurden. Was zur Hölle? Ach du meine Güte, das ist ein ganzes Schiff voller. Okay. Gut, ich muss ihn dann irgendwie anders. Ich muss ihn wahrscheinlich erst mit meinem Smash Fist in den Nahkampf zwingen. So, einmal Heilung, auch wenn alle voll scheinen. So, Shadow. Schaltet erstmal den da aus. Das war der leichte Teil. Cannot control this creature. Toll, und die da runterstoßen können wir auch vergessen. Okay, und da oben metzeln klappt auch nicht so gut. Das hat ihn jetzt nicht gerade aufmerksam gemacht. Ach, macht die das aufmerksam? Ja, das macht ihn aufmerksam und ruft auch gleich die Verstärkung. Okay.
Wie verhindern wir, dass er Verstärkung ruft? Das ist jetzt die gute Sache. Ich könnte ihn mit einem Smokescreen ablenken. Ziehen wir die beiden mal ein Stück zurück, dass er sie nicht gleich sieht. Ja, der Smokescreen, der funzt. Ich könnte ihn exekuten. Ich könnte versuchen, ihn zu exekuten. Dazu muss ich nur näher an ihn ran. So. Mal gucken, wie er sich bewegt und dreht. Er bewegt sich ja zurzeit. Jetzt startet er dahin. Jetzt startet er dahin. Komm, guck weg. Warum dreht er sich immer gerade in die Richtung? Das brauche ich doch nicht. Und ich kann ihn halt nicht mit meinem Bogen wegschießen. Der hält nämlich zwei Schüsse aus. Das ist ja gerade das Problem dabei. Hm. Jetzt guckt er dahin. Jetzt geht er dahin. Jetzt dreht er sich wieder um und guckt dahin. Und ich hab's geschafft. Kriege ich jetzt auch noch den Schlüssel? Oh. Jetzt hat der mich gesehen. Nicht so gut. Ich weiß halt nicht. Über dem ist das Symbol, dass wir ihn töten müssen. Ich habe halt so das Gefühl, so wie wir ihn gerade getötet haben, dass der Key einfach verschwindet. Okay, versuchen wir es nochmal auf die Art. So, da kommt die Verstärkung von ihm. Die dürfte eigentlich jetzt nicht so das große Problem sein. Außer, dass wir gerade unseren Smash Fist umgehauen haben. Okay, wir haben gerade unseren Smash Fist verloren. Das ist nicht so gut. Gut. Ich denke, die Truppe, die da ankommt, die kriegen wir platt. Nur nicht so. Ich denke eher, dass wir in der Nähe des Steins kämpfen müssen. So. Du
Du kannst nicht nach da hinten dashen, schade. So, dann dash du halt über die Wolke. Okay. Lock die nicht zu nah an die anderen Piraten. Okay, die haben uns schon gehört. Gut. Du darfst stürmen. So, Forcer. Forcer. Gib denen mal Breitseite. Du kannst denen mal was verpassen. Oh, Smash Fist. Sieht nicht gut aus. Geh mal in Steinform. Da hältst du wenigstens noch ein bisschen mehr aus. Okay. Der ist half dead, das ist aber kein Problem. Den können wir jetzt wieder zurückholen. Und den dann noch ausschalten. Gut. Wir können jetzt Return to the Gate machen. Das wäre eine Möglichkeit für uns, aber es gibt, glaube ich, noch Energie hier, die hier rumliegt. Und die hätte ich eigentlich relativ gerne. Ich meine, gut, es ist jetzt blöd gelaufen, dass wir den Captain, also den Piraten-Captain da nicht auf leisen Sohlen erwischen konnten. Wir konnten ihn halt einfach nicht wegballern. Aber dafür konnten wir jetzt hier die Heilsphäre und alles benutzen, um uns zu heilen. Ja, genau, da hinten liegt noch überall Energie rum. Die kriege ich aber, glaube ich, auch auf anderem Weg. Oh. Ja, nicht so. Die beiden sind zu weit weg. Ha, genau, so kann ich die ein bisschen dezimieren, wenn sie schon hierher kommen. Okay, die werfen mit bösen Bomben. Oh, es sind viele. Die werfen wirklich mit bösen Bomben. Oh, es sind viel zu viele. Das hätte nicht so passieren dürfen. Definitiv nicht. Okay, da oben rumstehen ist keine gute Idee, vor allem wenn da ein Haufen Gegner sind.
Ich kann aber... Ich soll in das Lager reinporten. Da oben sind drei Stück. An denen ich leider nicht so vorbeikomme. Hä? Der, der und der. Die sehen sich gegenseitig nicht. Kann ich die also gegenseitig ausschalten? Ohne dass es jemand merkt? Das haben die leider gesehen. Aber es interessiert sie nicht so wirklich. Nicht so wirklich, dass die da oben tot sind. Okay. Ah, hier hoch kann ich nicht, weil das zu steil ist. Da ist ein Hindernis im Weg. Schade. Sieht das einer? Nein, das hat keiner gesehen. So, hier kann ich nämlich mit einer Rauchbombe nach da hinten. Wie komme ich da drunter? Ernsthaft. Ah, so. Komme ich da drunter? Oh, die haben mich jetzt gesehen. Mist. Ja, gut. Ist jetzt erstmal egal, ob die mich gesehen haben. Abschluss, Logbuch, Eintrag 22, Captain Kirk Beard. Wir haben vom Außenteam erfahren, dass sie es geschafft haben, einen der Piraten-Captains zu überwältigen. Wenn auch mit ziemlichen Schwierigkeiten. Wir sagten doch, ihr sollt behutsam vorgehen, Jungs. Jedenfalls bleibt nach Aufklärung unseres Shadows noch ein weiterer Captain übrig. Dieser muss ebenfalls ausgeschalten werden. Und dann muss ein Durchbruch durch das Haupttor gemacht werden. Wir wünschen unseren Zwergen da draußen weiterhin viel Glück. Kirk Beard, Ende.